ist ja was, das kann ich überhaupt nicht verstehen, wenn die ganzen faulen Leute immer auf diesen Laufbändern rumlaufen, weil sie nicht gerade ausgehen können. Ist definitiv kleiner geworden. Viele leerstehende Flächen hier. Nur noch ein Schatten alter Tage. Der asiatische Anteil ist auch enorm. Von bekannteren, größeren Marken nahezu nichts zu sehen. Aber einige interessante Neuheiten auch entdeckt hier. Jetzt wollen wir mal bei den Keyboards vorbeischauen, bei den Synthes und bei der Computer Software. Ja, gespannt. Dass mich der Yamaha-Stand bisher am meisten beeindruckt hat. Sowohl Schlagzeuge, Klavier, Line 6, of course, Line 6 und ja, den Seppi hier auch. Ja. Helix, Helix, hier ist mehr Verkehr als in den ganzen anderen Hallen zusammen. Und die Modeling Pixie 9 mit der absolut geilsten App ever, haben sie uns auch gesagt, sollen wir unbedingt probieren. Das sind einfach nur kompetente Mitarbeiter bei Line 6. Geil. Wireless Picks musst du gar nicht mehr in die Hand nehmen. Amazing, du kannst auch direkt einstellen von Gent auf Sweep Picking. Alles dabei. So gut, so gut, so gut. Und jetzt gehen wir mal was essen, ey. Hunger, Hunger, Hunger.
Applaus, 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 Applaus. Hier auf der ProLight einen Sound sehen kann, ist absolut überragend. Vor allem im Bereich LED-Technik. Pervers, einfach nur pervers. Ihr habt geglaubt, dieser Mann hat ein dickes Rohr. Schaut euch mal dieses Teil an. Oh ja! Oh ja! Als Songwriter ist es auch einfach total wichtig, dass du authentisch bist. Ja, eben. Und Glaubwürdigkeit ist echt das A und O. So und wie er. Wenn du das so machst, wie der Max, das geht halt echt deep. Ja, ne? Das sind persönliche Erfahrungen, die einem ans Herz gehen. Und ich finde es echt klasse von Max, dass er da so auch so offen mit umgeht. Es ist bestimmt nicht einfach, auf einer Bühne so Dinge, die man am eigenen Leib erfahren hat, wirklich auch so einem großen Publikum dann Kunst zu tun. Also echt Hut ab vor Max, da kann man sich echt eine Scheibe abschneiden. Dem ist nichts, aber auch gar nichts hinzuzufügen. Wenn einer deep und total true ist, dann unser Max. Ich bin so stolz auf ihn. Ja, ey, echt Hut ab. Ja. Ich brauche ein Taschentuch. Okay. Ja, Kinder, das war's dann auch schon so langsam. Wir sind einmal durchgelaufen, haben uns alles schön angeguckt. Der Sepp hat Hunger, findet hier nichts zu essen, der arme Kerl. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei und ja, bis bald. Auf Wiedersehen, gute Nacht. Ach ja, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, vielleicht in der Zukunft, dann lasst doch mal einen Daumen da. Ein Abo wäre natürlich auch nicht schlecht, erzählt euren Freunden davon. Wenn ihr das total scheiße fandet, was hier passiert ist, dann erzählt euren Feinden davon. Macht's gut, bis dann, ciao. So, also Andi hat sich hier schon wieder, hat sich diesmal entschieden, zu Fuß zu laufen. Die Blöße wollte er sich nicht nochmal geben. Ich hatte mich vorhin auch schon entschieden. Du hast mich nur gezwungen. Du hast mich gezwungen dazu. Ja, du hast gesagt, du erzählst meiner Mama, nein. Nein, das geht zu weit. Das geht wirklich zu weit, sage ich dir, Freund. Niemals würde ich sowas tun.
und behaupte nie wieder. Behaupte nie wieder. Ich hätte dich gezwungen, mit dem Laufband zu fahren. Das war deine freie Entscheidung. Freie Entscheidung, sage ich nur. Eigentlich ist es ganz geil. Das ist ein Postmodell.